Hallo, ich bin Daniel Fügichsland-Faxenberg und heute sind wir hier mit einem Klingonischlehrer. Genauso richtig. Und du bist der? Mein Name ist Lieben Litar, ich bin bekannt als der Klingonischlehrer. Und wo kommst du? Deutschland, Frankreich, Amerika? Ich bin gebürtiger Belgier, aber ich wohne in Deutschland und deswegen nenne ich mich in meinen YouTube-Videos immer The Klingon Teacher from Germany. Aber trotzdem fragen dann Leute nochmal nach, woher ich komme. Ne? Ja, weil Deutsch, Französisch, Englisch kann ja jeder heute fast fließend reden, wenn er sich ein bisschen anstrengt. Deswegen. Aber wie ist das in Klingonisch? Kann man das auch fließend lernen? Ja, tatsächlich, Klingonisch kann man lernen. Klingonisch ist eine vollständige Sprache. Es gibt Bücher dafür, es gibt richtige Vokabellisten und Treffen, wo man sich das anschauen kann. Zum Beispiel bei uns in Saarbrücken, wir haben das Klingonisch-Seminar eingerichtet, schon seit Jahren. Kommen ja auch jedes Jahr 50, 60 Leute zu uns und lernen eben Klingonisch. Mhm. Man kann es lernen, aber so wie jede andere Sprache auch, muss man sich auch darum bemühen. Ja. Ist es schwer, das dann zu lernen oder geht das fließend? Wie kann man das ungefähr vergleichen, mit welcher Sprache, wenn man jetzt Deutsch sprechen würde? Man kann es eigentlich mit kaum einer Sprache vergleichen, weil Klingonisch sehr ungewöhnlich ist. Aber Klingonisch ist nicht schwierig. Das muss man sich immer vor Augen halten. Klingonisch ist von der Grammatik her eigentlich sehr einfach. Die Aussprache ist etwas ungewöhnlich, weil man da irgendwann ziemlich Halsweh bekommt, weil da sehr viele Krach-Laute drin vorkommen. Blutwein hilft, habe ich gehört. Ja, Blutwein hilft bei jeder Sprache. Wenn ich 5 Bier getrunken habe, spreche ich auch fließend Englisch. Das ist gut. Ja, aber die Seminare, wo du angesprochen hast, war in deinem Panel gewesen, die fangen immer im November an. Über wie viele Monate geht das? Also mein Seminar findet eigentlich nur einmal im Jahr statt, dauert dann aber 3 Tage. Und an diesem Seminar kann man jetzt nicht fließend Klingonisch lernen, aber die Schüler, die Interessierten, die kriegen so einen Anstoß, dass die eben so den loskommen, weil viele Leute haben immer so Anfangsschwierigkeiten. Die wissen nicht, wo sie anfangen müssen oder haben zu viele Fragen. Und das lernen wir an unserem Seminar innerhalb von 3 Tagen. Und die meisten Leute sind wirklich froh damit und lernen dann danach selbstständig weiter. Okay, ich habe da eine Frage. Ich habe mal bei Google Übersetzer gesehen, da habe ich Klingonisch gefunden. Wir wissen alle, der Google Übersetzer funktioniert gut. Wie ist das mit dem Klingonischen? Also das ist der Bing Übersetzer. Okay. Der Google Übersetzer kann auch kein Klingonisch. Doch nicht? Nein, aber der Bing Übersetzer, das ist ja die Konkurrenz von der Seite Microsoft her, der kann auch Klingonisch, aber das ist wirklich sehr, sehr minimal. Man kann es benutzen, wenn man einzelne Wörter übersetzen möchte. Aber wenn man ganze Sätze übersetzen möchte, ja, merkt man erstmal, dass manche Wörter gar nicht übersetzt werden und andere auch komplett falsch. So wurde zum Beispiel als Software wird da die Grundlage Hamlet genommen. Und Hamlet spielt da im Original in Dänemark, ja, im klingonischen Original aber auf Kronos. Wenn du jetzt also Dänemark übersetzen willst, kommt als Antwort Kronos heraus. Und das ist ja nicht richtig. Ja. Ich habe auch gesehen, dass ihr auch eine Konno da, was habt ihr da, oder was war das gewesen? Welche Konno? Irgendwie eine Veranstaltung, wo auch Star Trek Ambitionierte sind, Klingonen etc. Was war das genau gewesen? Weiß ich jetzt nicht, welches du meinst. Wo du so die Frage beantwortet hast, wo auch in Amerika kleiner ist, die Cap A. Cap A, ja, das war, das Cap A ist ja das Treffen in Amerika von, ja, dem Klingonischen Institut. Wir treffen sich jedes Jahr, um Klingonisch zu üben, und unser Kurs ist dann das Caprom, das ist quasi das deutsche Pendant dazu. Okay, und du hast gesagt, das ist schon größer wie das amerikanische. Richtig, ja. An dem amerikanischen sind immer so 15 bis 20 oder 25 Teilnehmer und wir haben schon seit Jahren über 50, 60 oder noch mehr Teilnehmer und haben sie irgendwann ablehnen müssen, weil leider der Raum auch nicht mehr ausreicht, aber zu groß wird es auch keinen Spaß mehr machen. Okay. Um sich da anzumelden, muss man da schon früh an sein? Oder kann man das eben so machen, okay, ich habe heute noch Lust, eventuell bei dem Seminar mitzumachen? Nein, das geht leider nicht. Man muss sich voranmelden. Anmeldeschluss ist ja am Anfang September schon. Wir brauchen etwa 2 Monate, ja, Vorplanungsphase, um alles zu organisieren und so weiter. Und deswegen ist im September ist Anmeldefrist. Und wer sich bis dahin nicht angemeldet hat, kann leider auch nicht mehr dazukommen. Das ist organisatorisch nicht möglich. Okay. Wo könnte man sich dann anmelden für nächstes Jahr dann dementsprechend? Ja, für dieses Jahr kann man sich ja noch anmelden. Ja, das sind 2 Monate. Ja, okay, dann wäre es im Dezember besser dann. Anmeldefrist ist im September. Ja, wir haben ja jetzt April. Ihr könnt euch bis September anmelden und im November findet es dann statt. Okay, gut. Alle Informationen dazu gibt es auf caprom.de. Gibt es gerade einen Duden davon? Ja, tatsächlich, es gibt ein offizielles Klingonisch-Wörterbuch, das wurde 1985 herausgegeben. Okay. Das wurde 1998 ins Deutsche übersetzt und als es dann 2013 überarbeitet wurde,
war ich selbst dann involviert und habe dann quasi das offizielle Wörterbuch überarbeitet und korrigiert. Ich bin eigentlich sehr stolz, dann behaupten zu können, dass jetzt mein Name quasi direkt unter dem Erfinder der klingonischen Sprache auf derselben Seite steht. Wie lange machst du das schon, das mit dem ganzen klingonischen Leuten zu unterstützen und dazu helfen, und zu lernen? Ich selbst mache das jetzt schon seit wir den Kurs eigentlich haben, seit 15 Jahren unterrichte ich klingonisch und arbeite daran eben auch, dass ich den Leuten das einfacher vorbereiten kann, klingonisch zu lernen. Denn dieses klingonisch Wörterbuch hier beinhaltet ja nur die Grammatik und die Vokabeln. Ja. Was dabei aber fehlt, sind Übungen. Und ich habe jetzt daran gearbeitet und werde im Herbst ein Buch veröffentlichen mit dem Titel Klingonisch für Einsteiger. Und da drin gibt es dann verschiedene Kapitel mit Übungen, mit Spielen, mit Abfragen, mit Tests und so weiter, sodass jeder einen einfachen Einstieg in die klingonische Sprache dann auch da erhält. Okay. Wenn man dich jetzt über die sozialen Netzwerke finden will oder möchte, wo kann man das genau tun oder wie kann man das machen? Mein häufigster Name ist immer Klingon Teacher, also ja? Klingonisch Lehrer auf Englisch. Ja? So bin ich bei Facebook unter dem Namen Klingon Teacher, bei Twitter als Klingon Teacher, bei Google Plus, obwohl da kein Mensch unterwegs ist, bin ich auch zu finden. Ja, muss man, wenn man YouTube hat. Ja, leider. So kam es dann dazu. Auch mein YouTube-Kanal ist Klingon Teacher und das ist immer unter dem Namen gut zu finden. Okay, gut. Dann danke ich dir. Ja? Und wir machen jetzt keine klingonische Sprache, das ist klischeehaft. Okay. Tschüss. Tschüss.